Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zum Windows Grundkompetenzen Windows 11 natürlich. Und hier geht es darum festzulegen, wie man bestimmte Dateien, Dateitypen mit bestimmten Programmen öffnen kann. Und das aus dem Windows Explorer heraus. So wähle ich mir hier eine Datei aus. Du siehst, ich habe eine DocX-Datei, eine Microsoft Word-Datei. Die könnte ich mit Word aufmachen, auch mit einem anderen Programm. Ich wähle sie mir aus, rechte Maustaste, dann geht das Kontextmenü auf. Ich wähle Menüpunkt Öffne mit. Und will ich dann hier andere App auswählen. Und dann suche ich mir eine App aus, mit der ich jetzt in Zukunft diese Datei öffnen möchte, nicht mehr mit Word, sondern zum Beispiel mit LibreOffice. Und wenn ich das nur einmal machen möchte, dann klicke ich jetzt hier auf OK. Und wenn ich das in Zukunft immer machen möchte, dann würde ich hier das Hackerl setzen. Ja, und das wäre es dann eigentlich schon gewesen. Danke für deine Aufmerksamkeit.